also das Risiko muss man immer für sich selbst auch ein bisschen abschätzen. Ich denke, wenn man viel trainiert, viel übt, sich selber seine Technik und seinen Kenntnissen bewusst ist, dass man da das Risiko schon minimieren kann. Also man muss schon schauen, sich die Stellen genau anschauen und sich einfach einschätzen, ob ich das fahren kann oder nicht und was kann im schlimmsten Fall passieren. Alpinismus ist Leben und Tod. Und wer im extremen Alpinismus unterwegs ist, der wird vom Tod begleitet. Wir haben damals ja auch schon ganz viel in der WG über den Tod gesprochen. Wie ist es, wenn jemand von uns sein Leben auf dem Fluss lässt? Aber das war Theorie. Ist ja doch manchmal ein saugefährlicher Sport, den wir machen. Und ja, und Sicherheit ist aber gleichzeitig ja das AKC-Thema gewesen. Die Entscheidung nach den stundenlangen Beatmen und Herzdruckmassage, die Entscheidung dann, wir müssen jetzt selber schauen, selber rauskommen, selber weiterfahren. Es gibt rationale Ängste, die machen auch Sinn, denn sie verhindern, dass wir gravierende Fehler machen. Aber die allermeisten Ängste, die hindern uns, das zu sein, wozu wir geboren sind, nämlich frei zu sein, frei zu paddeln, frei rauszuziehen in die Welt, frei zu sein, Abenteuer zu erleben. Und Abenteuer zu erleben bedeutet ja immer auch, man muss die Bereitschaft haben, Unsicherheit zu akzeptieren. Und natürlich muss man bereit sein, Risiken einzugehen, um das Außergewöhnliche zu erleben. Ohne das eine kommt nicht ohne das andere.